Hello, children, this is Mr. Linden. So, today I will show you a little story. This story is about Froggy. Froggy the frog. So, let's see. So, Froggy is lying in his bed. This is Froggy, the frog, and this is his bed. We put on the blanket. This is his bed. Na. Also, die Geschichte geht über den kleinen Frosch Froggy. Und die Geschichte heißt Froggy Gets Dressed. Und ihr könnt euch vorstellen, worum es in diesem Thema jetzt geht. Also wir haben ein neues Thema und das neue Thema heißt Clothes. 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 Was bedeutet das? Naja, ganz klar. Kleidung. Kleidungsstücke. Ja? Okay, diesen Zettel habt ihr von mir als Kopie bekommen. Und natürlich nicht so schön bunt. Das müsst ihr dann ausmalen und später ausschneiden. So, hier ist das Bett von Froggy. Das habt ihr auch bekommen. Und was ihr auch bekommen habt, ist Froggy's Mother. Froggy's Mother. This is Froggy's Mother. Look. Mother. Mother. Okay. Froggy will gerne nach draußen gehen, weil draußen hat es geschneit. Snow. Snow. It's snowing. Ja? Und ihr habt das ja in den letzten Tagen auch gesehen. Da muss man sich ja schon ganz schön warm anziehen. Aber Froggy, der ist so ungeduldig, der möchte sofort nach draußen und zieht sich nur die wichtigsten Sachen an. Und dann ruft immer seine Mutter aus dem Fenster, ob er was vergessen hat. Und tatsächlich, er hat immer etwas vergessen. Dann muss er immer wieder rein ins Haus und sich wieder neu einkleiden. Gut, also, wenn ihr diese ganzen Sachen ausgeschnitten habt, ja, so wie ich das hier gemacht habe, dann könnt ihr Froggy in sein Bett stecken, ne? Oder auch die Mutter. Die Mutter liegt ja auch im Bett. So, und dann könnt ihr Froggy anziehen. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal Froggy's Underwear. Froggy's Unterwäsche. Oh, das ist aber komische Unterwäsche, oder? Froggy's Underwear. Naja, das ist ein bisschen altmodische Unterwäsche. Ne? Die geht von oben vom Hals bis zu den Füßen. Guckt, ist das nicht cool? Ne? Jetzt hat Froggy seine Unterwäsche an. Oder ihr könnt Froggy eine Mütze aufsetzen. Ne? Das müsst ihr alles ausschneiden. Juhu. Guck, jetzt hat der Froggy eine Mütze an. Froggy's Hat. Okay, also. Neben diesem Video hier bekommt ihr, sie habt ihr in Lugineo ein anderes Video. Und das ist dann die Geschichte. Und das schaut euch bitte auch an. Ja, bevor ihr jetzt die Geschichte lest, zeige ich euch noch ein paar Wörter, die wichtig sind, um die Geschichte zu verstehen. So, sprecht bitte jetzt mit, wenn ich diese Wörter euch sage. Das erste Wort ist cold. 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 Snow, snow, snow. Oops. Sleep, sleep, sleep. Schlafen. Was könnte das wohl heißen? Winter, gleiches Wort wie im Deutschen. Winter, winter. Mitsprechen. Kommt. And melt, melt,
Melt bedeutet, na was wohl, schmilzen. Awake, awake, awake. Da ist aber jemand wach, wach. Jetzt kommen die Kleidungsstücke. Pants, pants, pants. Mittens, mittens, mittens. Das sind Handschuhe, aber ganz besondere Handschuhe, Fausthandschuhe, nicht die Fingerhandschuhe. Scarf, scarf, scarf. Der Schal. Hat, hat, hat. Boots, boots, boots. Socks, socks, socks. Coat, coat, coat. Ah, so sieht das bei euch doch eher aus. Vielleicht nicht mit so einem komischen, so einer komischen Raupe drauf. Underwear, underwear, underwear. Die Unterwäsche, ne? Und das Hemd. Shirt, shirt, shirt. Oder ihr kennt auch das T-Shirt, T-Shirt, T-Shirt. Und welche Flagge ist das hier? Die kennt ihr alle. Die Flagge der Vereinigten Staaten, der USA. Gut, jetzt kommt noch ein letztes Wort. Oh je, das ist kein Kleidungsstück, da ist jemand müde. So, somebody is tired. 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 Okay, Kinder, das waren die Wörter. Ihr könnt dieses Video hier euch ruhig nochmal anschauen, damit ihr genau wisst, was zu tun ist. Und dann könnt ihr euch das Video mit der Geschichte anschauen. Dazu könnt ihr euch schon mal die Buntstifte rausholen und eure Kleidungsstücke ausmalen. Ja? Und das Bett und den Froggy natürlich auch. Gut. Dann möchte ich am Freitag bekommt ihr dann das nächste Video. Und da erzähle ich die Geschichte dann einmal. Und zwar werden wir dann zusammen die Geschichte erzählen. Also, wir machen das dann mit diesen Figuren, die ihr ausgeschnitten habt. Und dann macht ihr alle mit. Okidoki. So. Ah, noch eine Sache. Am Freitag spätestens bekommt ihr ein Video für Musik. Diesmal müsst ihr tanzen. Tanzen? Tanzen? Ja, tanzen mit Frau Rivero und Herrn Linden. Und das wird ganz schön lustig. Ein lustiges Lied zu Karneval. Das wird euch allen gefallen. Ich bin mir sicher. Okidoki. So, see you soon. Bye bye.